Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist noch nicht für unser Level. Das. Aber ich will halt eigentlich nicht unter Qual spielen. Das bin ich nicht mehr so. Ich bin ja gewohnt. Das kann meine Schritte werden ausgreifender. Wie gut, dass das Level-Up immer so eine Druckwelle macht, ne? Die alles wegfegt. So, Bonustruhe gibt's nicht, aber das Ding an sich schon. Ich kann nicht mehr tragen. Dann sollten wir erstmal zurück in die Stadt. Erstmal alles reparieren. Und dann auch alles wegmachen, weil das ist ja alles bekloppt hier. Ist ja nichts bei. Hatten wir ja schon. Dass wir hier nicht auch diesen Button haben, um alles gleichzeitig umzuwandeln, das verstehe ich nicht. Weil das mit dem Abenteuermodus zu tun haben muss. So, also diese Edelstände können wir eigentlich schon wegschmeißen. Die brauchen wir dann nicht mehr. Von den Diamanten hat man irgendwie immer am meisten, aber ich habe auch das Gefühl, dass man die am wenigsten benutzt. So, ich muss jetzt aber vorwärts zurück ins Portal düsen. Guckt ihr euch hier? Ich hoffe, ich vergesse das nicht rauszuschneiden. Ich muss aber aufs Klo. Ich war zwar erst vor anderthalb Stunden oder so, aber ich habe so viel getrunken. Bis gleich, baut mir diesen Moment keinen Mist. Ach komm, dann vergesse ich schon nicht, da draus zu schneiden. Glaub ich. So, ich habe mir extra ein bisschen Zeit gelassen, damit ich nicht vergesse, das Stückchen herauszuschneiden. Diese alten Sachen werden so eng. Such dir doch was aus. Wenn du das meinst, dann such dir neue Klamotten aus. Zeig dich mal. Aber die Farbe ist schick. Ich mag diese lila Fliedertöne hier. Ich bin ja Lila-Fan, von daher. Boah, ich hab's schon wieder vergessen, mit meinem Vater zu sprechen. Also, in einer Woche ist Umzug. Wenn ich bei der Dauerauftrag umgestellt wird, sieht's eng aus. Also, langsam, ich vergesse immer, mit meinem Vater zu sprechen. Da ist, glaube ich, immer noch eine gewisse Blockade drin. Weil wir halt so lange halt im Clinch waren, habe ich immer noch eine Blockade da anzurufen, weil ich das schlechte Gefühl von der Stiefmutter habe, die da so hintersteckt, ne? Das ist echt immer noch so da. Das ist nervig. Boah. Weil wenn die Folge hier rauskommt, ist der Umzug eigentlich schon 2 Wochen hinüber. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ja, tötet mich wieder, ihr Hurenböcke. Gleich wieder Laune auf Null. Gerade auf dem Klo, alles entspannt. Komme ich wieder zurück an den Computer, Laune gleich wieder auf Null. Unglaublich, wegen diesen übertriebenen Gegnern hier. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ja, haut mir hier eine Fresse und ich bin gleich tot. Ist richtig. Die sind aber auch übertrieben hier. Ich muss noch ein wenig länger warten. Wie gesagt, solange, also, nee. Also, solange sowas hier nicht ganz... Ich muss mich erholen. Ach, fick dich doch, erholen. Also, solange sowas hier nicht aufhört, werde ich nicht einen Schwierigkeitsgrad höher machen. Ganz sicher nicht. Ich habe einmal einen wirren Betrunkenen getroffen, der behauptete, sich mit einer Succubus angelegt zu haben. Einer dämonischen Kreatur, die Form und Gesicht einer schönen Frau annimmt. Das kann ich nicht tun. Er sagte, sie habe ihn verflucht und seinem Freund das Herz aus dem Leib gerissen, wo er mit Mühe und Not entkommen konnte. Also wirklich, die jungen Männer heutzutage neigen zur Übertreibung. Naja, ich weiß ja nicht. Endlich ist dieser Fotzenkopf tot. Boah, macht mich der aggressiv. Ich muss noch ein wenig länger warten. Sind zu schwer. Nix ist zu schwer. Oh, aber der Gürtel, der ist richtig gut. Boah, da krieg ich echt, ne? So, jetzt haben wir hier hinten das Gebietchen noch.
So, alles kaputt machen? Ist der Krieg zu spät? Gut. Wir werden alle sterben. Nö, nicht solange ich da noch was mitzureden habe. Ruhe in Frieden. Mein Freund. Bisschen Leichenfleddern, das hat noch niemandem geschadet. Die brauchen es ja nicht mehr, wa? Böse, böse. Dann können wir jetzt über die Brücke. Komisch, früher ist das Gebiet nicht einfach die Schlachtfelder, sondern die Schlachtfelder des Gemetzels. Die Brücke ist unsicher. Wir müssen schnell sein. Oder heißt das Gebiet von was gleich kommt so? Naja, zumindest ist diese Brücke so aus mega fetten, dicken Steinen, dass ich glaube, dass die diesen einen Gang von uns hier jetzt auch noch aushalten sollte, oder? Ein Spalier. Brauchen wir nicht. Ist ja ein Schrottspalier. Die Brücke von Korsik. Ah, das sind die Felder des Gemetzels. Na also. Ich hab mich schon gewundert. Ich dachte, das hieß doch anders. So ist das. So, wir sind schon wieder Mistviecher. Ach ja. Mal gucken, was ich heute noch so treiben werde. Ich beschränke aber immer mehr meine Kontakte auf angenehme Leute. Durchaus, das funktioniert. Immer mehr auf angenehme. Und auch Leute, die jetzt nicht so... Und aber auch immer auf weniger. Hier haben wir eine Balliste. Eine Schreckenskriegsmaschine. Mega langes Wort. Nee, aber tatsächlich auch so Leute, die mir irgendwie nichts, weiß ich nicht, wenig sagen, nichts geben, das klingt immer so, das klingt arrogant oder als ob ich halt die ausnutzen wollen würde. Die mir nichts geben im Sinne von, ich kann mit denen auch keine Gespräche führen, so wirklich. Außer hi und wie geht's, ne? Und wenn da nichts rüberkommt und man überhaupt keine Themen zusammen hat und so, da versuche ich den Kontakt halt auch so ein bisschen, ich sag mal, einfrieren zu lassen, so, ne? Oder einschlafen, wie man das auch ausdrücken möchte. Dass ich halt mich nicht mehr so viel ablenke mit Leuten, die mir eigentlich, wie gesagt, in dem Falle halt nichts geben, ne? Die mir überhaupt keine Möglichkeit bieten, dass wir da interagieren. Und Facebook-Freunde und Freunde sind auch nochmal so Sachen, die ich strikt trennen würde. Es gibt halt Freunde, die ich auf Facebook habe, das sind wirklich Freunde, aber die meisten sind halt nur Facebook-Freunde. Ich habe da bestimmt 500 Leute in der Liste, aber das sind halt einfach nur Facebook-Freunde. Davon sind vielleicht 20 sowas wie... Ja doch, 20 vielleicht, wenn es hochkommt. Wahrscheinlich nicht mal, eher 10 oder so. Die könnte ich als Freunde bezeichnen. Davon kenne ich manche im echten Leben, manche nicht unbedingt. Aber ne, muss man ja auch. Also. Ich folge euch bis ans Ende. Mhm. Bis in die brennenden Abgründe, wo die Dämonen schwelen und wüten. Das ist süß gesagt. Nee, aber wie gesagt, also man muss da schon unterscheiden. Aber durchaus ist es so, dass ich auch durchaus niemanden als Freund bezeichnen kann, den ich bisher noch nicht getroffen habe. Nur eben, dass von den 500 echt, wie gesagt, nur 2%, wenn es hochkommt, wirklich Freunde sind. Ich verabscheue nichts mehr als Versagen, wie ihr wisst. Doch wenn sich einer von euch unsicher sein sollte, werde ich ihn gern schnellstmöglich in den Kreis des Zorns werfen lassen. Unsere Feindin ist stark. Doch sie kann das Dämonentor nicht durchqueren. Sichert es, oder euer jämmerlich
ich es nehmen, ist verwirrt. Der Asmodan, der seine ganzen Pläne und Strategien im ganzen Land verteilt und niederschreibt und alles, ne? Der hat auch Langeweile. Und das ist, glaube ich, so mitunter das Übel, was am meisten erzählt und was am meisten quatscht und am meisten blibla blub, hier bin ich, du kannst nix, du bist zwar dauernd dabei, mir einen Arsch zu treten, aber du kannst trotzdem nix. Ne? Aber den ganzen Tag ist er nur am Labern. Das ist, eigentlich ist Asmodan so ein richtig, ich will ja nicht wieder schon wieder gemein sein, aber Asmodan ist ein typischer Furry. Oh Mann. Aber lustig ist es schon. Ich sag ja immer, keine Minderheit hat das Recht, dass man sich nicht über sie lustig macht, ne? Der Spruch ist übrigens von Gronkh, den ich mir auch immer sehr gerne anhöre und schaue vor allem. Schon wieder ein Bollwerk-Dämon da oben als Gegner. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich muss noch ein wenig. Das wird doch wieder nix. Das wird doch wieder nichts. Das wird doch wieder nix. Uba Gronkh Shabuzduglad. So, weil ich möchte ja euch nicht meinen vorschimpfen, darum nutze ich auch mal eine andere Sprache, damit ihr das nicht unbedingt versteht. Wuxiwang, niemand man sieht. Uknördiong, sieh die U. Versteht ihr? Dann kann ich schimpfen. Mir geht's wieder besser und ihr kriegt das nicht mit. Warum ist das schon wieder so ein Fotzenkopf? Sepsis Weitschuss. Imrita Ragusul. Ishkakwe Aidurugnur. Das gibt's doch gar nicht. Warum ist das schon wieder so einer mit solchen übelst dämlichen Kombinationen von Fähigkeiten? Hat sich das Spiel halt gemerkt? Nee, das packen wir nicht. Machen wir nochmal. Ich stelle das gleich auf normal, wenn das so weitergeht. Und dann rushen wir hier durch wie nix. Aber steigen auch kein Level mehr auf. 10 Millionen Lebenspunkte, hier das Viech. Und schon wieder Sukubi! Ich glaub's doch nicht. Schon wieder Sukubi? Diese Kugeln, die schwächen ein, wenn die einen treffen. Ja, willkommen bei unserem tollen Diablo. Verfickt nochmal 3 Let's Play, ey. Es ist langsam echt an einem Punkt, wo ich sage, noch ein Tod und ich stelle die Schwierigkeit zurück, weil jetzt geht's mir auf den Sack. Das Ende meiner Geduld ist jetzt wirklich erreicht. Ich werde jetzt nur noch aggressiver und deswegen noch passiert noch ein Tod, stellen wir zurück. Da habe ich keinen Bock drauf auf diese verfickte Scheiße. So, ihr Fotzenkuppe, verpisst euch jetzt hier auch. Euch stecke ich Asmodan in den Arsch und reiße euch den Kopf ab. Oder vielleicht erst abreißen. So. Tödlichen Schaden erleidet, statt ihr zu sterben. Außerdem seid ihr immun gegen... Aha, aha. Das ist nicht schlecht. Mhm. Wenn ihr Gegner einen Schaden zufügt, die mindestens 75% ihrer Gesundheit. 4 Sekunden lang Angriffsgeschwindigkeit. Das ist nicht so stark. Aber das kann uns helfen. Ne? Von lebende Woge getroffen werden, erleiden zusätzlichen Schaden. Ja. Gepolter. Getroffene Gegner werden zurückgestoßen und verursachen 4 Sekunden lang 20% weniger Schaden. Ich glaube, langsam mache ich auch mal hier Woge des Lichts. Das hat der Säule der Uralpen. Beschwert eine uralte Säule zunächst 6,3-fachen Waffenschaden des Bildschirms verursacht. Danach legt sie allen Gegner im Wirkungsbereich, bleiben verlaufen 3 Sekunden. Das würde ich jetzt nehmen. Mittlerweile ist es stark genug. Schlag der 7 Fäuste hat noch nichts Besseres. Zyklon-Dingsbums. Er heilt euch in alle Verbündete im Umkreis von 24 Metern um jede Menge. Der geheilte Wert. Ja, nö. Reißender Wind hat im Moment Feuersturm. Er hält den Radius des Wirbelwinds auf 14 Meter. Während der Wirbelwind über 3 der Mescher haben kritische Treffer eine Chance, einen Blitztornado auszulösen, der regelmäßig Gegner in der Nähe. Dazu sind wir noch nicht stark genug mittlerweile, muss ich sagen. Das bringt noch nicht so viel. Dann lieber...
Nee, mach mal ruhig, dass das halt diese Distanz hat. So, was haben wir hier? Hat eine Chance von... Ja, nö. Och, nö. Das Töten eines Gegners von Mantra der Überzeugung gewährt euch und euren Verbündeten Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist auch nicht so wichtig. So, dann werden wir gleich mal unsere neue Fähigkeit hier ausprobieren. Und zwar direkt hier. Meine Verletzungen sind zu schwer. Das kann ich nicht tun. Der Sturm bricht los. So. Schwierigkeit reduzieren. Wie schon gesagt, jupp, direkt runterstellen. Da habe ich mich absolut keinen Bock mehr drauf. Weil würde ich jetzt noch einmal verlieren, ich glaube, da würde ich den Computer auffressen oder so. Das kann ich nicht tun. Sind zu schwer. Ja. Ach ja, ich muss ja jetzt gerade, ich drücke immer gerade die falschen Sachen, weil ich gerade noch dauernd drin war. Das mit Rechtsklick konnte ich ja, ne? Mich bewegen, das geht ja nicht mehr. Rechtsklick ist ja jetzt diese komische Säule. Da muss ich mich ja erst dran gewöhnen. So, weil jetzt geht's mir echt zu sehr auf den Keks, da habe ich jetzt keine Meinung mehr zu. Aber Schaden machen die immer noch zu viel eigentlich. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ich werde. Ist das schon umgestellt auf den Schwierigkeitsgrad jetzt hier? Und stell das immer weiter runter. Und wenn wir auf normal wieder ankommen, diese verfluchte Fotzenwichse hier. Ich werde aggressiv, aggressiv, aggressiv. Das kann ich nicht tun. Ja, heil dich mal nicht. Das ist richtig. Ich verstehe nicht, warum wir hier gerade so abscheißen, kann man schon sagen. Weil ich darf das jetzt, ich bin mittlerweile wütend. Richtig aggressiv. Deswegen. Seht euch vor, sie kreisen jetzt schon seit Stunden. Ja. Na gut. Einfach ablenken. Mit einem kleinen, weiß ich nicht. Einfach ablenken. Kennt ihr das mit Rhabarber Barbara? Habe ich gestern wieder gelesen, das Gedicht, oder gehört. Als Video. Es war in einem kleinen Dorf, lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Und die war bekannt für ihren herrlichen Rhabarberkuchen, weshalb man sie auch kurz Rhabarber Barbara nannte. Als sie merkte, dass man damit Geld verdienen konnte, eröffnete sie eine Bar und nannte die Rhabarber Barbara Bar. Und diese Bar wurde so erfolgreich, dass sie auch schon bald Stammkunden hatte. Und die bekanntesten von ihnen, das waren drei Barbaren. Und die kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarber Barbaras herrlichem Rhabarberkuchen zu kosten, dass man sie auch kurz die Rhabarber Barbara Barbar nannte. Und die Rhabarber-Barbaren hatten auch wunderbar dichte Bärte. Die Rhabarber-Barbaren-Bärte. Und der einzige Barbier, der diese Bärte schneiden konnte, der nannte sich Rhabarber-Barbaren-Bart-Barbier. Und nach dem Stutzen des Rhabarber-Barbaren-Bartes ging der Rhabarber-Barbaren-Bart-Barbier gern in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras herrlichen Rhabarberkuchen zu kosten. Und dazu trank er auch gern ein Bier. Und dieses Bier nannte er dann auch Rhabarber-Barbaren-Bart-Barbier-Bier. Dieses Bier gab es aber nur in einer ganz bestimmten Bierbar. Und zwar in der Rhabarber-Barbaren-Bart-Barbier-Bierbar. Eigentlich stimmt, das Gedicht ging... Ich muss gerade überlegen, das ging eigentlich danach noch weiter, aber das ist mir gerade entfallen. Es ging dann noch natürlich hier von wegen, und diese Bar wurde geleitet von Bärbel.
Und sie nannte sich natürlich Rhabarbarbarbarbarbarenbart Barbier Bierbarbärbel. Und dann ging es auch und hin und wieder ging der Rhabarbarbarbarbarenbart Barbier mit den Rhabarbarbarbara Barbarbaren und Rhabarbarbarbara gern in Rhabarbarbarbarbarenbart Barbier Bierbarbärbels Rhabarbarbarbarbarbarenbart Barbier Bierbar. Und so was gab es dann noch. Und dann ging es halt aber echt irgendwas noch weiter. Ich weiß noch, dass da Brombeerbraunbrotbratgerät, warum auch immer das so heißt. Weil ich mir nicht vorstellen kann, was ein Brombeerbraunbrot ist. Und warum man dieses dann das braten müsste. Keine Ahnung. Aber es ging irgendwie noch weiter. Aber das habe ich nicht mehr auf Kette, wie das ging. Das habe ich irgendwann mir mal aufgeschnappt. Siehst du, jetzt hat mich dieser komische Zungenbrecher davon abgelenkt, dass ich eigentlich gerade wütend bin. Ist doch gut, wenn das so funktioniert. Wir müssen uns daran erinnern, an den Dingen festzuhalten und uns darüber zu lamentieren, was scheiße ist, wird die Dinge nicht von uns dingsen. Nur wenn wir uns halt ablenken und uns auf die Dinge konzentrieren, die nicht scheiße sind. Ne? Zuwendung, Stärkung, Abwendung, Befreiung. Also eigentlich etwa, also ganz, weiß ich nicht. Da kommt man eigentlich total leicht drauf, theoretisch. Aber das muss man, da muss man erstmal aus seinen Gewohnheitsmustern raus. Ich habe auch einen schönen Spruch gelesen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zur Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie machen deinen Charakter aus. Von daher, das, was wir denken, sind wir auch. Das ist ein wunderbarer Spruch, muss ich sagen. Boah, ich habe noch so viel, was ich auf meiner Website alles so erwähnen möchte. Ich sollte das auch mal tun und nicht nur erzählen, dass ich da wieder was dran machen möchte. Aber kennt ihr das, wenn gerade so um solche Sachen wie Umzug und so viel los ist, wo man sich dann hier wieder ummelden und drum kümmern muss und hat dann noch nebenbei natürlich auch noch Projekte laufen und möchte sich dann noch so ein bisschen um sein Leben allgemein kümmern und so. Da kommt alles, ne? Zu kurz. Seht ihr den Feind dort drüben? Kommt, befreien wir das Land von ihm. Bin ich für. So. Ab Level, also ich werde auch erst ab Level 70 wieder auf Quale 1 hochstellen, weil das war mir eben zu nervig. Sowas möchte ich nicht normal haben und darum sage ich ganz ehrlich, unter Level 70 gibt es für mich keinen Qual mehr, weil das lohnt sich ja echt nicht, wenn man dann da nur dran rumhängt und zum Kotzen. Die Eisschlaghöhlen. Finde ich eine schöne Gegend eigentlich, muss ich sagen. Erinnern mich halt auch so ein bisschen an den Kristalldurchgang und die Eishöhlen, die es in Akt 5 von Diablo 2 gab. Ne? Bis auf die Höllengebiete, die es im vierten Akt so gibt, haben die ja mittlerweile alles übernommen. Wenn man sich das mal so anguckt. Akt 1 in Diablo. Also Diablo 1 war ja echt nur Feld, Wald, Wiesen, ne? Genau wie Akt 1 in Diablo 2 und Diablo 3. Waren alles so Feld, Walde, Wiesen, Höhlen, Krypten, Kathedralen, Schlösser, sowas. Akt 2 von Diablo 2, wie auch von Diablo 3, war Wüste. In Diablo 2 gab es die geheime Zuflucht, in Diablo 3 gab es Sold und Kuls Archive. In Diablo 3 gab es dann aber auch noch so einen kleinen Dschungel, ne? Akt 3 in Diablo 2 war ja auch Dschungel, Akt 4 war dann die Hölle, Akt 5 war hier diese Eisregion. Mit zwischendurch so einem komischen Schloss in so einer Zwiede-Dimension. Sie ist bedeutungslos im Vergleich mit den vor uns liegenden Prüfungen. Ja, das stimmt wohl. Naja. Auf jeden Fall. Geharnter Goliath. Naja,
Es kommt mir so vor, als ob wir weniger Schaden machen. Keine Ahnung. Naja. Meine Kraft kehrt wieder. So, Akt 3, wie wir jetzt hier ja sehen, hat hier jetzt wieder so ein bisschen was Eisiges und wird dann auch tatsächlich noch so ein bisschen was Ähnliches wie die Hölle haben. Sowas wie zum Beispiel den Flammenfluss in Diablo 2 und so. Aber so richtig Dschungelkrempel oder auch mal so Inselfeeling, sowas hatten wir zum Beispiel noch gar nicht in keinem Diablo. Aber das, glaube ich, wird mit der nächsten Erweiterung tatsächlich kommen, weil das wäre so ein Gebiet, das wäre wirklich mal was komplett Neues. Und so wie ich Blizzards Voranschreiten kenne, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das halt der nächste Schritt sein wird. Mit den Skovos-Inseln, denke ich mir. Aber da denke ich auch schon seit einem Jahr. Da bin ich mal gespannt, was es wirklich wird. Warum haben wir denn hier schon viel Sachen für Stufe 60 gefunden? Ah! Guckt euch mal diese Waffe an, die ist ja in allem mega gut. Mega hart. Ja, durch... Boah, doch, nehmen wir. Also gleich in Level 60, ne? Die nehmen wir auch. Boah, finden wir schöne Sachen. Muss auch mal sein. So. Jetzt seht ihr, was ich mit Hölle meine. Da kommen wir noch rein. Also, so in etwa. Da bin ich bei. Die Steuerung. Ich brauche meine Belagerungswaffen nicht, um euch zu töten. Ihr seid von meinen Armeen umzingelt. Ja, ja, ich weiß, du brauchst mal gar nichts. Sie werden euch zerquetschen. Ich habe eure Diener von den Mauern der Bastion geschleudert. Ich habe eure Armee auf dem Schlachtfeld geschlagen. Nichts, was ihr vermögt, kann mich ängstigen. Wort ist das Einzige, was ihr uns noch entgegenschleudern könnt. Asmodan. Lass mich zurück. Es ist zu spät. Nehmt dies. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Ach ja. Armes Geplagtes. So. Haben wir hier nix. Ich vermisse aber auch so Rassen aus Diablo 2, die wirklich alles zugeschissen haben mit Viechern. Also die wirklich allen Scheiß beschwören konnten. Allen Scheiß. Also, zum Beispiel der Druide aus Diablo 2. Der konnte da Wölfe, Raben, Würmer, Geister, der konnte alles beschwören aus dem Wald. Und hat er dann noch Verwandlungsmagie und Natur, ne, Elementarmagie. Also Sturm und Feuer. Und Verwandlung in Bär oder Wolf. Und, dann, weiß ich nicht, hier der Totenbeschwörer. Skelette, Golems, Geister, Wiedergänger, also alles. Hatte auch ein großes Repertoire an Viechern. So, und ich glaube... Der Kreuzritter, den es mittlerweile gibt, der ersetzt den Paladin aus Diablo 2 eindeutig. Der Barbar ist einfach der Barbar, den muss es geben, genauso wie Zauberer, ne? Der Mönch übernimmt so ein paar Fähigkeiten der Assassine damals. Und Mönch gab es ja auch schon in Diablo 1 in der Erweiterung. Genauso wie es da Jäger, Krieger und Zauberer gab. Dann gab es noch hier, ne? So richtig, sowas wie Necromancer fehlt uns noch.
Wobei der Hexendoktor ja schon so ein bisschen auf dieses Geisterreich Zugriff hat, durchaus. Naja. Und dann der Dämonenjäger als Fernkampfklasse, ne? So ein bisschen als Ersatz für die Amazone. Ich konnte nicht länger untätig zusehen, während ihr euch Asmodan stellt. Viel Zeit ist vergangen, seit ich zuletzt den Nervenkitzel des Kampfes gespürt habe. Die Zerstörung meiner Belagerungswaffen ist unerheblich. Mit jeder Stunde strömen mehr meiner Streitkräfte aus dem Höllenschlund. Schon bald werden sie eure armselige Bastion dem Erdboden gleichmachen. Mutige Worte, Asmodan. Aber Worte sind das Einzige, was ihr uns noch entgegenschleudern könnt. Vorwärts. Na, habe ich das eben gerade gesagt? Weil ich das wohl wusste. Heute werden wir endlich Seite an Seite kämpfen. Ihr ehrt uns, Sera. Ja, nun geht's mit Tyrael. Dann ist doch nicht alle Hoffnung auf. Verloren. Ihr werdet es brauchen. Ja, nun liegen die Schlachtfelder hinter uns und Tyrael ist an unserer Seite. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir mit ihm schneller vorankommen. Naja, auf jeden Fall hilft er mit. Ich denke mal, auf normal wäre er sogar gar nicht so schlecht, aber ich glaube, die haben das nicht sonderlich angepasst. Also jetzt auf höheren Schwierigkeitsgraden hauen die NPCs, die mit einem rumlaufen, jetzt auch nicht immer unheimlich viel stärker zu. Was ich aber trotzdem, das hätte ich irgendwie noch mehr angepasst, dass es mehr Ausschlag gibt. Gerade bei Tyrael, da ja nun schon eigentlich, na gut, er muss sich jetzt erstmal dran gewöhnen, an sein Sterblichsein. Vielleicht wird das ja irgendwann storymäßig dann auch nochmal verändert, dass er irgendwann auch stärker sein wird. Wir selbst sind ja schon ein Naturtalent von Mönch und sind schon, sage ich mal, durch jahrelange Ausbildung ziemlich stark gewesen. Und durch den Kampf gegen die Dämonen jetzt natürlich ist unsere Kraft erwacht, die Nephalem-Kraft. Vielleicht muss bei Tyrael und auch bei vielen anderen, vielleicht muss das da erst noch kommen. Das wissen wir ja nicht, wie das geschichtlich läuft. Naja. Ich sag wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und das meine ich auch so. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns einfach morgen wieder oder woanders oder auch erstmal nicht und irgendwann wieder, je nachdem. Das sind wir ja flexibel, wa? Naja, gut, ich sag dann erstmal Tüdelö.